Der wunderschöne Ausblick über die weihnachtlich beleuchtete Altstadt, ein großartiges Rahmenprogramm, verschiedene Schmankerl und regionale Handwerkskunst. Der Salzburger Festungsadvent ist absolut einen Besuch wert. Wer den Mönchsberg und den Festungsadvent bequem erkunden möchte, ist bei der Festungsbahn genau an der richtigen Adresse. Also wenn man mit der Festungsbahn auf die Festung fährt, da wartet natürlich der Adventmarkt. Dazu kann man alle Museen der Festung anschauen und wenn man noch Lust und Laune hat, man kann natürlich den Mönchsberg erleben, man kann unser Wasserspiegelmuseum entdecken, Museum der Moderne und Mönchsberger Aufzug. 91.000 Berg- und Talfahrer wurden letztes Jahr im Advent auf die Festung Hohensalzburg befördert. Die Festungsbahn ist Österreichs älteste in Betrieb befindliche Standseilbahn, denn bereits seit 1892 bringt die Bahn Besucher schnell und sicher hinauf. Also normalerweise fährt die Festungsbahn alle 10 Minuten. Jetzt am Advent, vor allem am Wochenende, fahren wir im Vollbetrieb, das heißt alle 3 Minuten. Und die Fahrt an sich dauert ungefähr eine Minute, genau gesagt 54 Sekunden. Nach der kurzen Fahrt erwartet die Besucherinnen und Besucher ein romantischer Adventmarkt mitten im Burghof der Festung. An den Adventwochenenden gilt dieser als ein echter Geheimtipp für Einheimische und auch Gäste aus aller Welt. Wir haben dieses Jahr 16 Aussteller, also 16 Standeln und die zeichnen sich aus. Also die haben wirklich also sehr kreatives Kunsthandwerk, also auch sehr qualitativ hochwertiges Handwerk kann man hier erstehen. Dann gibt es natürlich die Salzburger Schmankerl, gell, darf man auf keinen Fall fehlen, auch der Glühwein, ja, ist hier. Und dann haben wir auch, also was wirklich besonders ist, sind die Turmbläser, die immer blasen. Und wir haben ein spezielles Kinderprogramm, ja, da wo die Kinder basteln können, Kekse backen können. Aber die haben auch eine Lese- und Spielecke. Und ganz was Besonderes ist unsere Pfisterei. Ja, das ist die Bäckerei. Die ist nämlich normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Und die hat nur im Adventmarkt offen. Und da wird auch dann der historische Backofen wird dann angezündet. Und da kann man leckeren Flammkuchen kann man da essen. Energieeffizienz und Nachhaltigkeit werden auch hier am Salzburger Festungsadvent großgeschrieben. Also wir haben schon seit mehreren Jahren auf LED-Lampen umgestellt. In jedem Häuschen ist ein eigener Stromzähler, sodass die Händler auch also wirklich energieeffizient arbeiten können und gut wirtschaften können. Und wir haben einen eigenen Stromkreislauf, also sozusagen die Lampen, die schalten sich, wenn der Adventmarkt zu Ende ist, schalten sie sich automatisch ab und der Stromkreis wird unterbrochen. Umrandet von den historischen Gebäuden hoch über der Stadt Salzburg versetzt der romantische Adventmarkt alle Besucherinnen und Besucher in Weihnachtsstimmung.